Wie gut ist eigentlich das Haarstyling-Produkt Hans de Foucault Claymation? Die Verpackung sieht nicht so wertig aus, sondern eher etwas günstig. Riecht nach nichts, heißt Geruch neutral. Kommen wir zu den Inhaltsstoffen. 3/4 der Inkis sind gut bis sehr gut, 1/4 leider nicht so gut. Der Claim des Produktes: super high hold und ein mattes Finish. Ob das wirklich stimmt, wir finden es heraus. Die Vorherfrisur ungestylt sieht so aus. Das bedeutet erstmal Haare waschen. Haare sind gewaschen und jetzt die Haare nicht trocken rubbeln, sondern ganz langsam trocken tupfen und ein wenig an der Luft trocknen lassen. So, 1-2 Drops Arganöl ins Haar. Das Zeug riecht einfach göttlich. Und die Haare werden davon super schön weich. Weiter geht's mit Claymation. Von der Konsistenz her ist das Produkt zwar hart, aber immer noch creamy. Das Auftragen des Produktes funktioniert daher auch sehr gut. Man muss das Produkt etwas anwärmen, aber es lässt sich rückstandslos in den Händen verteilen. Kommen wir zum Styling. Das Produkt sollte auf jeden Fall überall ins Haar verteilt werden. Ein feiner Kamm, um den Wirbel runterzukriegen. Noch ein bisschen Haarspray zum Fixieren. Und das Nachherergebnis. Kommen wir zum Halt. Super High Hold stimmt nicht ganz, aber dennoch guter Halt auch über den Tag verteilt. Mattes Finish stimmt, wie man sehen kann, und zwar ein sehr schönes, natürliches, mattes Finish. Wie sieht es denn eigentlich mit der Auswaschbarkeit und mit dem Preis des Produktes aus? Die Auswaschbarkeit des Produktes ist gut, man kriegt das Produkt gut auch nur mit Wasser aus den Haaren heraus. Und der Preis: Hans de Foucault Claymation gibt es für 22,99 € und davon 56 Gramm. Totale Punktzahl: Hans de Foucault Claymation bekommt 39,5 von 50 möglichen Punkten. Für wen ist das Produkt geeignet und kann ich das Produkt empfehlen? Ja, das Produkt ist auf jeden Fall empfehlenswert und das Produkt ist vor allen Dingen für die Leute geeignet, die Schwierigkeiten haben, ihr Haar zu bändigen. Die können auf dieses Clay auf jeden Fall zählen mit einem guten Halt und einem schönen, natürlichen, matten Finish. Und diesen Leuten sollte auf jeden Fall die Verpackung als auch der Geruch eher zweitrangig sein. Link zum Produkt wie immer unten in der Infobox und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Haarestylen.